Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Begrüße euch zu meinem Vortrag Floss als Basis der IT eines allgemeinbildenden Gymnasiums in BW. Da sage ich nachher noch was dazu. Wer an der GPN den Vortrag zum freien Schulnetz schon gehört hat, der wird deutliche Ähnlichkeiten feststellen. Ich wurde angefragt, ob ich das vielleicht nochmal halten könnte. Und der ist jetzt also nicht völlig neu, aber leicht modifiziert. Und wie es zu dem Titel kommt, zu dem neuen, sage ich nachher auch noch was dazu. Das hat eine Parallelgeschichte. Zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin der Frank und ich bin Lehrer für Mathe und Physik. Das ist das, was ich studiert habe. Und unterrichten darf ich natürlich auch NWT und Informatik, wie man das halt dann, da rutscht man dann halt so nah über die Zeit. Und ich mache also seit 2004 so Schulnetzsachen, also Netzwerkadministration, Medienentwicklung und all so Zeug. Gut. Fangen wir an, jetzt steht da also in der Überschrift, ich möchte Floss haben als freie Software für den Schulbereich. Jetzt kann man sich ja erstmal fragen, warum will ich das überhaupt haben? Also ist das überhaupt was sich lohnt? Warum nehme ich nicht einfach das, was funktioniert? Und das ist im Prinzip auch die These von vielen Menschen, die halt sagen, okay, die Technik und die Gesellschaft, die verändern sich rasant und die Schule muss darauf reagieren. Die muss sich da anpassen an diese Veränderungen. Also wir sehen das jetzt auch gerade wieder bei dieser ganzen KI-Diskussion mit den Chatbots und so weiter. Und also symbolisiert habe ich es auf der Folie durch diesen roten Pfeil. Das heißt, die Schule folgt eigentlich der Gesellschaft. Und an der Stelle finde ich, ist halt schon ein Denkfehler drin. Denn eigentlich sollte das meines Erachtens eher so sein, wie ich jetzt mal hier in der These 2 formuliert habe, also die Technik und Gesellschaft und die Schule sind natürlich in gewisser Weise auch in einem Austausch, allein schon deswegen, weil natürlich die Schule irgendwann früher oder später Menschen entlässt, die durch das, was sie in der Schule gesehen haben und gemacht haben, geprägt sind. Das bedeutet, da gibt es einfach, also die Schule formt die Gesellschaft, ich habe jetzt zurückhaltend geschrieben mit, also die hat eben einen Einfluss darauf, wie unsere Gesellschaft aussieht. Und in dies, also wenn man das vor dem Hintergrund mal anguckt und sich überlegt, okay, ich nehme die These 2 als Grundlage, dass da also eine gegenseitige Befruchtung stattfindet, dann kann man sich in einem zweiten Schritt überlegen, dass digitale Werkzeuge, egal welcher Art, also sei es, dass man über Datenschutzaspekte sprechen oder wenn wir über tatsächliche Fähigkeiten sprechen, also kann ich nur irgendeine Software bedienen oder verstehe ich tatsächlich, was da passiert? Habe ich einen eigenen Workflow mir überlegt, um irgendwelche Tasks zu lösen oder habe ich einfach den Workflow, den mir irgendeine Software vorgibt, übernommen? Das heißt, so ein digitales Werkzeug transportiert halt viel mehr irgendwie auch die Werte des Nutzers. Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, als jetzt zum Beispiel ein Blatt Papier oder eine Tafel, die ist da vergleichsweise neutral. Und die zweite große Frage ist eben, wie genau muss ich eigentlich Technik verstehen können? Also wo ist da die Aufgabe der Schule, wo endet das? Also reicht es tatsächlich, das zu machen, was viele Menschen, gerade so im schulischen Umfeld, auch viele Kollegen und Kolleginnen propagieren, dass sie sagen, das Wichtigste ist, dass es halt funktioniert. Ich muss eigentlich nicht verstehen, wie es geht. Ich nehme halt ein Tablet her und dann macht es halt, was es soll und dann ist alles gut. Die Situation bei uns jetzt, also ich komme aus dem Ausland, in Baden-Württemberg, das ist so eine große Kreisstadt, heißt es verwaltungstechnisch. Also wenn wir alle Eingemeindungen zusammensammeln, dann kommen wir auf etwa 20.000 Einwohner, die braucht man, um große Kreisstadt zu sein. Mössingen heißt es, das Gymnasium, an dem ich Lehrer bin, ist das Quenstedt-Gymnasium. Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium, haben zwischen 700 und 750 Schülerinnen, gerade geht es ein bisschen bergauf, in den vergangenen Jahren ging es ein bisschen bergab, so 80 Kollegen etwa. Wir haben ein naturwissenschaftliches Profil, ein sprachliches Profil und ein Sportprofil und haben den Schulversuch Informatik in der gymnasialen Oberstufe, das heißt, wir bieten tatsächlich, das ist in Baden-Württemberg noch nicht überall verbreitet, Grund- und Leistungskurse im Fach Informatik an. An der Stelle auch mal die drei jungen Herren, die da in der dritten Bank sitzen, die haben nicht alle den Leistungskurs, aber einer hat den Grundkurs, einer den Leistungskurs und einer gar kein Informatikbeleg, oder? Hast du Informatik gehabt? Echt? Was? Dreistündig? Ah ja, also gut. Ja, ging ja nur, ist ja schon gut. Also gut. Also das kann man vielleicht so als Proof of Concept mal vorwegschicken, die drei haben es überlebt und das ist ja eigentlich ganz okay gegangen. Genau, und
Was jetzt wichtig ist, da möchte ich nachher noch so einen kleinen Ausflug machen, ist in die Medienentwicklungsplanung und in diese bürokratischen Hindernisse, die man da so ein bisschen hat. Was wichtig ist, ist zu unterscheiden die Schule und der Schulträger, weil die Schule, die ist praktisch dem Land gegenüber nachher verpflichtet für so Erfüllung des Bildungsplans und solche Dinge. Und der Schulträger, da sieht man, da ist das Geldsäckchen dran, der muss das bezahlen. Und das ist häufig ein Problem oder das sorgt für viele Probleme. Ja, wie sieht die Situation im Moment aus? Also bei uns an der Schule, das ist jetzt praktisch das Ende eines ja, etwa 10 Jahre dauernden Prozesses, sieht es so aus, wir haben flächendeckendes WLAN und zwar anders als in vielen anderen Schulen. Bei uns gibt es einfach Freifunk. Das bedeutet, jeder Schüler kann mit all seinen Geräten einfach da ins WLAN und kann da Dinge tun. In den Klassenräumen gibt es praktisch, wir haben die Klassenräume sind identisch ausgestattet, da gibt es einen Beamer, einen Laptop, eine Dokumentenkamera und ein HDMI-Kabel auf dem Pult, also so ganz altmodisch. Und die Rechner, die da stehen, laufen mit Linux, alle sind Laptops. Wir haben Schülerleihgeräte mit Linux, also Schüler, die Geräte brauchen, können sich welche leihen. Die haben wir im Zuge der Corona-Pandemie bekommen, oder vielmehr, da gab es Geld, wo man sich Sachen kaufen konnte. Andere Schulen haben sich dort iPads gekauft, wir haben uns Leasing-Rückläufer gekauft, also alte ThinkPads und haben da dann unser Linux drauf gespielt. Und es gibt Lehrergeräte, die haben wahlweise, also die Lehrer konnten sich aussuchen, Linux oder Windows. Also das ist so eine Sache, wo ich persönlich als derjenige, der das koordiniert bei uns in der Schule, auch nicht, wie soll ich sagen, evangelikal, fundamentalistisch unterwegs bin, sondern in gewisser Weise ist es natürlich schon so, dass die Menschen die Aufgaben auch lösen können sollten, die sie lösen müssen. Und darum habe ich das den Lehrern am Ende dann praktisch freigestellt, ob sie praktisch das Gerät mit Windows benutzen wollen oder mit Linux. Komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf, wie das gelaufen ist. Zwischenfrage. Hast du Kollegen überzeugen können? Lass dich überraschen. Es ist tatsächlich so, ich war sogar selber etwas überrascht. Aber kommt am Ende dann noch die Statistik. So, und dann ist tatsächlich so, wir verwenden so als digitale Tools das Moodle, also wir haben Moodle als Lernplattform, wir haben eine eigene schulische Nextcloud, wo halt Termine drin liegen, Dateitausch, so ein Mindmap-Editor, so ein Diagramm-Editor, also mit so ein paar Erweiterungen, also Zeug, was man halt so machen kann. Die Schülerinnen haben auch Mailadressen, das ist eine Besonderheit, also es wird jetzt ja bei uns bald eine digitale Lernplattform geben in Baden-Württemberg. Bedauerlicherweise wurden die Schüler dort nicht mit E-Mail-Adressen oder sonstigen Kommunikationsmitteln bedacht. Das halten wir aber einfach für essentiell wichtig, weil ein Großteil unserer Arbeit ist natürlich Kommunikation mit Schülern und entsprechend bekommt jeder Schüler automatisch eine E-Mail-Adresse. Wir haben so ein Chat-System, das wird von den Kollegen relativ gut benutzt, so im kollegialen Austausch zwischen Schülern und Lehrern, da ist das sehr individuell, Mattermost. Manche Kurse richten das ein und benutzen das, andere benutzen es gar nicht. Also ich glaube, die Mehrheit benutzt es eher nicht, aber so in der Oberstufe oder so wird es schon benutzt. Und wir hosten für die Schüler noch so eine ganze Reihe andere Dinge, namentlich eine PeerTube-Instanz für Videos, also dass Kollegen Videos dort veröffentlichen können, datenschutzkonform. Wir haben CryptPads, Etherpads, einen Passwortmanager, die Schüler ausprobieren können, den wir allerdings auch tatsächlich produktiv verwenden, selber gehostet, wo man dann Passwörter teilen kann, auch so verwaltungsmäßig und so. Und ein Kollege hat in einem Anfall von Optimismus Overleaf installiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals einer benutzt hat, außer mir zum Ausprobieren. Also Overleaf, wer das nicht weiß, ist so ein Online-LaTeX-Editor. Ja, gut. Ich habe es mal im Seminarkurs gezeigt, die haben dann aber alle abgewunken. Also war vielleicht doch zu viel des Guten. Gut, so ist die Situation. Jetzt möchte ich einen kurzen Ausflug machen, den habe ich jetzt auch gegenüber dem Vortrag bei der GPN ein bisschen gekürzt, in die Art und Weise, wie man eigentlich an der Schule Medienentwicklung macht, zumindest in Baden-Württemberg. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe praktisch hier die Schule und die Schule, die musste den Bildungsplan umsetzen. Das heißt, die hat einfach die Rahmenbedingungen gegeben. Die Mittel, mit denen die das macht, die bringt allerdings der Schulträger auf. Das fängt schon bei Schulbüchern an. Das heißt, wenn ich jetzt also Bücher kaufen möchte, dann muss das der Schulträger bezahlen. Der Schulträger ist meistens die Stadt. Also bei uns, bei beruflichen Schulen, ist es häufig auch der Landkreis zum Beispiel. Aber bei uns ist es jetzt eben die Stadt Mössingen. Die bezahlt also so die Gebäude, das nichtpädagogische Personal, Hausmeister, Sekretärinnen und dergleichen. Und eben die Ausstattung und da eben auch die IT. Also Ausstattung bedeutet Tafeln, Stühle, Tische, Bücher und sie muss sich um die IT kümmern. Und
Jetzt kam natürlich irgendwann diese Digitalpark Schule da um die Ecke, der ist ja im Prinzip gerade am Ende ist seiner ersten Umsetzung und so wie es aussieht, würde er ja jetzt erstmal keine Verlängerung erfahren. Und damit praktisch die Koordination, also dass dieses Geld, das da zur Verfügung gestellt wurde, nicht einfach irgendwie von den Schulen so rausgepfeffert werden kann, hat es da bürokratische Hürden gegeben, nämlich den Medienentwicklungsplan, was an sich gar keine so schlechte Idee ist. Das sagt praktisch nur, damit die Kommune das Geld von dem Digitalpakt beantragen kann, müssen die sich mal mit der Schule an den Tisch setzen und sich überlegen, was man damit eigentlich macht. Und die Hoffnung war, dass die Schule sich an der Stelle eben einbringen kann und sagen kann, wir wünschen uns dieses und jenes, weil wir damit dieses Ziel erreichen wollen oder dieses Ziel erreichen wollen. Und so läuft es im Prinzip also ab. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert denn tatsächlich an einer Schule? Das hängt eben, weil der Schulträger dafür verantwortlich ist, sehr stark davon ab, in was für einer Stadt diese Schule steht. Also jetzt aus unserem Umfeld zum Beispiel kann ich jetzt konkrete Beispiele nennen. In Reutlingen zum Beispiel ist eine relativ reiche Stadt, die praktisch so direkt neben Mössingen liegt. Da sind Firmen wie Bosch zum Beispiel angesiedelt, die bezahlen gutes Steuergeld, die haben ziemlich viel Geld und die haben eine richtige IT-Abteilung für die Schulen. Also da hat die städtische Verwaltung hat da, glaube ich, 5 Personen eingestellt, die Netze an den Schulen, naja, zumindest Second Level machen. Also natürlich kommen die nicht, wenn da irgendwie der Monitor ausgesteckt ist, aber wenn was nicht geht, kann man da anrufen und irgendwann kommen die dann auch und zwar nicht erst in 4 Wochen, sondern vielleicht eher in einer. Aber der Computerunterricht ist nicht alles. Warst du dort in der Schule? Nee, mein Sohn. Was für eine Schule ist der, wenn ich fragen darf? Da muss man jetzt an der Stelle nochmal zurück. Also für die Umsetzung des Bildungsplans, also ob der Computerunterricht jetzt was taugt oder nicht, da hängt, da ist natürlich die Schule in der Verantwortung. Natürlich kann es auch passieren, dass an der Schule sehr gute und sehr motivierte Kollegien unterwegs sind, die nicht so können, wie sie wollen, weil die Ausstattung nicht stimmt, aber da sind wir natürlich an so einem fundamentalen Problem. Nur weil ich jetzt halt in jedes Klassenzimmer eine digitale Tafel für 6.000 Euro hänge, wird der Unterricht nicht zwangsläufig besser. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Genau. Also wie gesagt, manche Städte haben eben tatsächlich erkannt, okay, da braucht es irgendwie tatsächlich Manpower und zwar nicht nur Manpower im Sinne von, ich stelle jemanden ein, der Fördermittel verwaltet, so wie das in Mössingen der Fall ist. Also die haben auch Leute eingestellt für den Digitalpakt. Das sind jetzt aber eher Verwaltungsangestellte gewesen mit etwas mehr technischem Hintergrund als nichts, damit die eben die Fördermittel beantragen konnten und so ein bisschen eine Idee hatten, wofür sie Geld ausgeben. Was es dort nicht gibt, ist irgendjemand, der so einen Switch tauschen könnte oder so. Ja, gibt es einfach nicht. Und Tübingen geht in diese Richtung und dann geht es eben, das geht dann runter bis auf so eine Ebene. Bei uns in der Kommune ist das normalerweise so, dass die Schulen, also die Stadt, die Schulen streiten sich mit der Stadt, wie, woher das Geld kommt, aber letzten Endes macht es irgendein Dienstleister. Also irgendeine Firma, die bei uns häufig eine Reutlinger Firma, die kommt dann und pflegt praktisch das Schulnetz und wenn was nicht geht, dann macht man da irgendwie ein Ticket auf und 3 Wochen später kommen die mal und gucken, warum der Drucker nicht tut. Mit allen Konsequenzen, die das hat. Bei uns an der Schule ist es jetzt tatsächlich so, das hat sich einfach so historisch ergeben, weil ich es halt konnte, da habe ich halt im Prinzip das ganze Zeug selber gemacht. Und jetzt hat sich die Situation tatsächlich sehr stark entspannt. Seit einem Jahr oder seit diesem Schuljahr ist ein ganz toller neuer Informatikkollege da, der auch voll mit anpackt. Und ab nächstes Jahr ist noch ein Informatikkollege da, der sich damit auch auskennt. Das heißt, wir sind dann zu dritt, da sind wir dann wirklich auf einem sehr stabilen Fundament. Und es macht mir auch sehr viel mehr Spaß, als wenn das alles an mir hängt. Dafür bekomme ich 2 Stunden Unterricht, die ich weniger habe jede Woche. Das heißt, das ist ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, was meine Arbeitszeit ist. Da sieht man schon dran, also offensichtlich arbeite ich nichts 40 Wochen, 40 Stunden, 41, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und der Lehrer in Baden-Württemberg am Gymnasium muss dafür 25 Stunden unterrichten und ich muss praktisch dafür, dass ich das mit dem Netzwerkkrempel mache, 2 Stunden weniger unterrichten, um das vielleicht noch plastischer zu machen. Ich habe eine Physikklasse in Klasse 7, die ich nicht habe. Und dafür kann ich das ganze Netzwerk machen. Also Spoiler, die Physikklasse ist deutlich weniger Arbeit als die Netzwerkgeschichte, aber okay. Ja, was muss ich dafür alles machen? Ja, ich habe also so 120 Rechner im Klassen, also im Schulhaus stehen. Da sind halt
Computerräume, Lehrerarbeitsplätze, in den Klassenräumen gibt es Zeug. Dann haben wir so ungefähr 200 mobile Geräte, also die Laptops. Dann gibt es ein WLAN. Da muss man fairerweise sagen, das ist wenig Aufwand, dadurch, dass ich ja nicht irgendwelche Zugänge verwalten muss und sowas. Ist halt Freifunk, jeder surft halt, wenn es geht, geht's, alles ist gut. Aber ich muss trotzdem Benutzerverwaltung machen im Sinne von, wenn neue Schüler kommen oder Schüler weggehen, muss ich es beispielsweise mit der Schulverwaltung abgleichen, dass auf dem Schulserver die richtigen Menschen Konten haben, die richtigen Menschen E-Mail-Adressen haben und dergleichen mehr. Ich kümmere mich mit Kollegen zusammen, da sage ich nachher noch was dazu, um diese Serverdienste, also dass die Schulcloud läuft, dass es Moodle tut und so weiter. Und natürlich nichts, also alle meine Informatikkurse bislang haben in der Abi-Zeitung irgendeinen blöden Witz darüber, dass wir gerade Informatik unterrichten und an der Türe einer klopft und sagt, bei mir geht der Beamer nicht oder bei mir geht die Tastatur nicht. Also das ist eben dieses Vor-Ort-Ding, das ist natürlich das, was massiv einfach auch Arbeit macht, dass wenn was nicht geht, dass die Leute halt kommen und dann sagen, gut, kannst du mir helfen und ja. Genau, und wenn der Schulträger das macht, dann hat er eben häufig einen externen Dienstleister oder manchmal auch eigene Kompetenzhöhe. Gut, wichtig ist daran jetzt einfach zu verstehen, der Handlungsspielraum einer Schule, also die Folie gibt es deswegen, die müsste ich beim nächsten Vortrag dann rausnehmen irgendwann, weil da ist der Gag dann weg. Aber in der Zeit der Corona-Pandemie wurde eben immer wieder so kolportiert, ja, jetzt gibt es den Digitalpakt Schule und die Schulen machen nichts. Und was jetzt hoffentlich klar geworden ist, die Schulen können alleine nicht. Also es reicht nicht, dass an der Schule irgendjemand ist, der irgendwas will, sondern es ist einfach bürokratisch und ein relativ hoher Aufwand, hier mal was anzuschaffen und was zu machen. Und da haben wir jetzt noch nicht davon gesprochen, dass die Maßnahmen, die man jetzt erstmal mit dem Schulträger ausbaldowert hat, dann vergeben wurden und tatsächlich umgesetzt werden. Das ist dann der nächste Schritt. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, hier habt ihr 5 Milliarden und morgen habt ihr hier überall tolle IT-Ausstattung. So hat es halt nicht funktioniert. Gut, ja, wie ist das jetzt passiert mit dem Linux und dem Freifunk bei uns? Und das war jetzt ganz interessant. Heute Morgen war ich schon in dem Vortrag von der Firma, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die einen Stand da draußen hat, wo der Kollege erzählt hat, 11 Jahre Ubuntu in der Firma, ein ehrliches Resümee. Und der hat gesagt, das war jetzt kein Masterplan. Und das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, bei mir war es auch kein Masterplan. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie an diese Schule gekommen bin und dachte, so, und jetzt muss man hier mal Linux und freie Software einführen. Sondern es war eben so, ich selbst war immer affin dazu. Also mir hat es immer sofort eingeleuchtet. Und ich bin tatsächlich 2012 ans Quenstedt-Gymnasium gekommen. Und wie Sie ja wissen, oder wie ihr ja wisst, 2013 ist der Support für XP ausgelaufen. Also als ich da hinkam, da gab es in den Computerräumen 2012 noch so große Röhrenmonitore und halt Windows XP. Und eigentlich keine Planung, wie das irgendwie weitergeht. Sonst lief halt irgendwie zwei Computerräume mit den Dingen und das war's. Und dann ist XP abgekündigt worden von Microsoft. Und die Kollegen haben sich parallel irgendwie so WLAN gewünscht und sowas. Und irgendwie dachte ich dann, ja, was machst du jetzt? Und im Wesentlichen habe ich dann so gesagt, na gut, ihr könnt euch aussuchen, entweder ich überlege mir jetzt, wie man Windows 7 aktiviert oder wir können WLAN machen. Und dann haben die Kollegen gesagt, ah gut, dann nehmen wir das WLAN. Und so ist es praktisch so in diese Richtung gerutscht, dass man praktisch tatsächlich mit der Abkündigung von XP habe ich dann angefangen, im pädagogischen Netz Linux-Clients auszurollen, also in diesen Computerräumen. Und die Reaktionen waren dann relativ gemischt. Also eine Bemerkung ist mir auch noch im Kopf geblieben aus so einer Gesamtlehrerkonferenz. Da hat ein Kollege gesagt, ja, also gut, er findet das ist nicht so toll, er findet ein bisschen anstrengend, könnte man sich schon. Das waren seine Worte. Da dachte ich, okay, in Ordnung, strenge ich mich mal ein bisschen an. Aber im Großen und Ganzen haben es alle überlebt, glaube ich, bis heute. Bei den Schülern war das ganz anders, denen war das einfach völlig wurscht. Ja, die sind dahin, haben den Computer angemacht, haben sich angemeldet, haben geguckt, wo ist der Browser und wenn der ging, dann war alles gut. Und alles andere war eigentlich egal. So, inzwischen ist eigentlich so, dass sich die Front relativ beruhigt hat. Also es war genau in die Richtung von deiner Frage. Und, also es gibt eigentlich wenig Leute, die da jetzt noch offen Widerstand leisten. Inwieweit das damit zusammenhängt, dass ich auch Teil der Schulleitung bin, weiß ich nicht genau. Also wir trauen die sich einfach nur nicht was zu sagen. Auf der anderen Seite, vielleicht merkt man mir das auch an, ich bin eigentlich kein so ein richtig autoritärer, fieser Typ. Von daher, normalerweise sagen die Leute mir schon, was sie denken. Und es gibt natürlich schon so eine Handvoll, würde ich sagen, so 5, 6 Leute, die das total blöd finden und die auch hintenrum immer mal wieder sagen, ja, das ist nur wegen dem Windows.
Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei diesen Laptops an den Pulten, da ist es manchmal so ein bisschen frickelig, das auf die Beamer zu kriegen, und da ist natürlich Linux dran schuld, ist klar. Dass das unter Windows auch ein Problem ist, das wissen die Menschen einfach nicht, weil die haben halt noch nie einen zweiten Monitor an ihren Windows-Rechner angeschlossen. Dass der Rechner nicht magisch weiß, was ich machen möchte mit diesen zwei Displays, das wissen die einfach nicht. Und dann ist natürlich dieser Ausweg häufig schon da, dass sie sagen, ja gut, das ist wegen dem blöden Linux. Objektiv gibt es relativ wenig Konflikte, und die meisten kommen dadurch zustande, dass Kollegen auf irgendwelchen Fortbildungen waren. Und auf so Fortbildungen wird eben oft irgendwie das fortgebildet, was der Fortbildner gerade gut findet und gut kann. Und das ist natürlich häufig ein Windows-Programm. Und dann gibt's halt, dann kommen die zurück von der Fortbildung und sagen, ich will jetzt hier aber AutoCAD installieren. Und ich sage dann halt, nö, AutoCAD können wir nicht installieren, sorry. Ja. Gut, so hat es also angefangen. Der Schulträger, das war ja der das bezahlen musste, 2013 war das dem sowas von egal. Da hat der, glaube ich, noch nicht mal gewusst, dass wir Computer haben. Also der Vorgänger von mir, der da praktisch das vorher gemacht hat, der hat immer so auch so gebrauchte Geräte gekauft, den 5er-Päckler aus dem aktuellen Haushalt, um das irgendwie am Laufen zu halten. Das heißt, der Schulträger war vollkommen ahnungslos 2013. Ja, dann hat es ganz gut funktioniert und es war alles ganz okay. Und dann kam 2016 Freifunk. Das war eigentlich auch ein Unfall. Und zwar hatten wir ein Gebäudeteil, da gab es kein Kabel. Und ich habe dann privat angefangen, irgendwie so mit Freifunk rum zu experimentieren. Und dann waren da unten irgendwie, ich weiß gar nicht, wer da unten war, da wo es die Musik ist, waren halt so zwei, drei Klassenzimmer. Und da haben die Kollegen dann halt gesagt, ja, es wäre halt schön, wenn es da auch WLAN gäbe, aber da hat man halt keinen Anschluss gehabt. Also dachte ich, ja gut, jetzt kann ich ja Freifunk, und Freifunk kann Meshnetz. Und dann habe ich im Lehrerzimmer so ein kleines Richtfunkding dahingestellt und habe da das Mesh runtergefunkt und da unten dann oben an der Gardinenleiste irgendwie der Access Point hingeschraubt. Und dann, ja gut, dann gab es halt nicht das richtige WLAN da unten, aber es gab halt Freifunk in den drei Kellerräumen, hat funktioniert. Und dann ist bei mir irgendwie so die Idee geboren geworden, ja, warum muss ich eigentlich dafür sorgen, dass sich da jeder Schüler irgendwie an einem Captive-Portal oder sonst wie mit Tickets und weiß der Geier was authentifiziert, was ist als Problem dran, wenn die einfach WLAN hätten? Und in der Richtung haben wir dann einfach so ein bisschen weitergedacht, und da jetzt ist es praktisch so umgesetzt, also das ist jetzt eine Lüge, muss man auch sagen, im Moment gibt es kein Lehrer-Wifi mehr. Das liegt daran, dass ich in den Sommerferien die Serverlösung umgestellt habe und noch nicht dazugekommen bin, wieder eins einzurichten. Das wird es aber wieder geben. Prinzipiell ist so, die Access Points strahlen halt zwei WLANs ein. Eins ist halt einfach mit Authentifizierung für die Lehrer. Aus Datenschutzgründen muss das auch so sein und wird auch wieder so sein. Und das zweite ist einfach das Freifunknetz. Das Ganze geht über VLANs dann halt, und das VLAN von dem Freifunkding, das geht an so einen Offloader, das stimmt auch nicht mehr, das ist inzwischen kein so ein eigenes Gerät mehr, sondern eine virtuelle Maschine, aber prinzipiell halt so ein Offloader, der dann das VPN zum Freifunk-Gateway macht, und auf die Art und Weise bekommen wir so Bandbreiten, so 100, 120 Mbit für dieses Freifunk-WLAN-Netz. Das hat bislang immer sehr gut gereicht für alle Anwendungsfälle. Also auch wenn es eine Klasse zu mir mal einen Arbeitsauftrag kriegt und die dann mit ihren eigenen Geräten irgendwie YouTube-Videos angucken, geht alles. So, und jetzt hängt hier die Präsentation. Nein, okay, genau. An der Stelle muss man eben auch sagen, das war dieser Gedanke, den ich vorher beschrieben habe, der sich so ein bisschen Bahn bricht, so diese Kontrolle. Man hat eben dieses Ding, die Menschen melden sich an und man hat irgendwie Logging und man hat irgendwelche Benutzerordnungen verabschieden lassen, unterschreiben lassen, dass man also einverstanden ist, dass alle besuchten Webseiten aufgeschrieben werden und weiß der Geier was alles. Und all das werfe ich ja im Prinzip so über Bord, wenn ich das mit dem Freifunknetz mache. Und das ist schon auch so gewesen, dass es bei mir so ein Prozess war. Also ich bin prinzipiell tatsächlich, glaube ich, eher so ein bisschen Hippie als Lehrer. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber es ist so gewesen, dass es mir schon auch schwer gefallen ist zu sagen, okay, jetzt haben die hier einfach WLAN und machen, was sie wollen. Und generell ist das so ein grundsätzliches Problem, wenn man über Digitalisierung in den Schulen spricht. Deswegen habe ich es auf der Folie, weil zum Beispiel die Digitalisierungsbeauftragte bei uns in der Stadt auch, die findet das Ganze, die kommt aus einer Gegend, wo sie alle Schulen mit Apple ausgestattet haben, komplett. Und die findet zum Beispiel diesen Apple School Manager total toll, wo ich ja im Prinzip sagen kann, gut, in dieser Stunde darfst du genau diese eine App auf diesem Tablet benutzen, sonst nichts. Und für die ist es unvorstellbar, dass ich einem Schüler so ein Gerät gebe und der das einfach aufklappt und damit machen kann, was er will. Und meine Antwort ist halt, ja gut, wenn der Schüler da halt sitzt und zum Fenster rausguckt und träumt, macht er auch, was er will.
Ja, also ich kann ihn ja nicht zwingen. Zumindest in der Schule, die ich mir als lebenswert vorstelle, kann ich den Schülern ja nicht zwingen, sein Gehirn auf das zu fokussieren, was ich da vorne mache, sondern das muss ich halt irgendwie so machen, dass es sich lohnt, da sich dran zu orientieren. Und letzten Endes ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn der Schüler nicht 45 Minuten oder 6x 45 Minuten seinen Fokus immer da vorne hat. Also ich glaube, keiner von uns hat das gehabt und wir haben es alle überlebt. Ja, also vielleicht nehmen wir uns da auch zu wichtig, aber das darf man jetzt nicht so laut sagen. Und es gibt natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, es gibt auch bei uns im Kollegium, also es gibt keine großen Diskussionen, aber es gibt auch so eine Handvoll Kollegen, die große Probleme damit haben, wenn Schüler selber entscheiden, was sie gerade mit den Geräten im Unterricht machen. Gut, das ganze Ding, also am Anfang war es eine Hippie-Idee und dann war natürlich schon klar, dann kommt halt doch irgendwie der Abteilungsleiter durch und man denkt sich, also gut, man kann das hier nicht einfach Freifunk überall hin tun. Man muss jetzt mal ein bisschen gucken und dann gibt es halt auch so Regularien, was man tun muss, damit man WLAN in der Schule einführen darf. Und prinzipiell ist es so, das muss durch die Gesamtlehrerkonferenz, da sitzen also alle Lehrer und die Schulleitung zusammen, es muss durch die Schulkonferenz. Und was wir dann noch zusätzlich gemacht haben, weil es halt Freifunk war, war, wir haben erstens beim Regierungspräsidium angefragt, weil wir sicher gehen wollten, Freifunk ist halt nicht gefiltert, es gibt keinen Jugendschutzfilter. Ja, also das ist einfach auch in dem Micro-Peering Agreement von Freifunk steht drin, ich darf das Ding nicht Freifunk nennen, wenn es nicht Freifunk ist. Also ist so ein bisschen schwierig, das bedeutet kein Filter und wir haben uns dann zurückversichert, ob der Jugendschutz auch durch Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsarbeit sichergestellt werden kann oder ob man tatsächlich filtern muss und haben dann also die Auskunft bekommen, es gibt keine Filterpflicht. Und weil dann das eben jetzt doch ein bisschen anders war, haben wir beschlossen, dass wir dann noch durch die Versammlung der gewählten Elternvertreter gehen, also die Elternbeiratssitzung, haben das also praktisch all diesen Elternbeiräten auch nochmal vorgestellt, das Konzept, haben auch ganz klar gesagt, was die Konsequenzen dessen sind und haben das dort abstimmen lassen und so ging das dann durch und seit, 2016 etwa, ja, läuft es jetzt also flächendeckend bei uns. Ja, wie sieht es aus? Ja, es sieht gut aus. Also das ist halt so ein Graph von einem Tag praktisch jetzt, den man hier so sieht. Da oben sind die Bandbreiten, da oben sind die 100 Mbit, also da sieht man das, ja, es wird schon beansprucht. Es ist also nicht so, dass es jetzt so total langweilig ist. Und das ist die Client-Anzahl, so. Also da sieht man schön, sind also so irgendwie 400 Clients rum da. Das ist also so etwa die halbe Schule, ein bisschen mehr, die da praktisch immer drin hängt. Wobei man sich natürlich auch klar machen muss, wenn die einmal drin sind und die kommen halt in die Schule, verbindet sich natürlich das Gerät mit dem Freifunknetz. Man sieht schön, wo Mittagspause ist und dann um 16 Uhr, 15.45 Uhr, da endet der erste Mittagsschulblock und ein paar arme Sauen müssen dann noch bleiben bis 17.30 Uhr. Die haben praktisch 10 Stunden Unterricht, die sind also bis da unten raus. Also es funktioniert ganz gut eigentlich, auch im Wesentlichen störungsfrei. Also wir haben gerade noch ein bisschen ein Hardware-Problem am Offloader manchmal, aber war auch schon länger nicht mehr, gell? Ja, insgesamt... Was das natürlich brutal vereinfacht, sind so Bring-Your-Own-Device-Szenarien. Also wenn ich jetzt irgendwie Leute mit eigenen Geräten im Schulhaus habe, dann funktioniert das einfach. Also wenn ich mir vorstelle, was ich manchmal durch welche Ringe ich springen muss, bis ich WLAN habe, wenn ich bei einer Lehrerfortbildung bin an einer anderen Schule, das ist zum Teil wirklich peinlich. Das geht von versteckten SSIDs mit absurd langen Passwörtern. Also ich war einmal auf einer Fortbildung, da musste ich also die versteckte SSID eingeben, so ein langes Passwort und dann habe ich hinterher ein Mbit gehabt, dann habe ich wieder ausgeschaltet und habe meinen Access Point angemacht, weil ich dachte, okay, kann man jetzt einfach auch vergessen. Und hier ist einfach so, also wir haben auch Lehrerfortbildungen an der Schule, die Kollegen kommen halt, klappen ihr Ding auf, haben 100 Mbit, das funktioniert einfach super. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache von dem, wie es sein soll. Es gibt bei uns sicher nicht mehr Probleme so mit, also wir haben Probleme mit Cybermobbing, also mit so Sachen in Chatgruppen und dergleichen mehr, aber das sind sicherlich nicht mehr als an anderen Schulen und mit Sicherheit liegt es nicht an Freifunk, weil ob einer halt ein Hakenkreuz in WhatsApp-Chat macht, das hängt halt nicht davon ab, ob er Freifunk hat oder nicht, sondern das macht er halt aus verschiedensten Gründen, die man dann halt ergründen muss, aber es liegt nicht an Freifunk. Und bei dieser Elternbeiratssitzung gab es noch so ein paar sehr witzige Momente, wo Eltern Dinge gesagt haben. Also eine hat gesagt, sie gibt ihrem Kind extra keine SIM-Karte mit, damit es mit dem Gerät nicht ins Internet kann. Also da hat man noch so ein bisschen lernen können, dass viele Eltern wirklich sehr wenig darüber wissen, was ihre Kinder mit den Geräten, die sie da gekauft bekommen haben, anstellen.
Gut, ja, es ist die Frage, also da kam jetzt wieder der Abteilungsleiter mir durch, dachte, an der Stelle war es dann irgendwie so, dass ich dachte, eigentlich ist das wirklich eine richtig gute Sache, das funktioniert wirklich gut und ist auch wirklich sinnvoll. Also ich habe es draußen dem Kollegen gerade gesagt, was vor allen Dingen sinnvoll ist, jeder kommt mit Windows in Berührung, jeder sieht irgendwann mal ein macOS-Gerät, die meisten sehen irgendwann ein Android-Gerät, aber ich erlebe immer wieder so eine Referendare, die kommen ins Referendariat und dann fragen sie mich, woher kriege ich jetzt meine Office-Lizenz? Dann sage ich, ja, hier gibt es keine Office-Lizenz mehr, die musst du jetzt kaufen. Und dann unterhält man sich so ein bisschen mit denen und dann sagen die, dann stellt sich raus, die wissen gar nicht, dass es was anderes gibt als Word, mit dem man Text bearbeiten kann. Also die wissen es wirklich nicht. Das hat nichts mit Blödheit oder sonst was zu tun, sondern es ist eben, die haben in Klasse 5 Textverarbeitung gelernt und in Klasse 6 mit Word, sind dann damit groß geworden und haben nie was anderes benutzt. Die wissen es einfach nicht. Und das ist zum Beispiel schon mal so ein Grundding, wo ich mir dachte, das ist eine gute Sache, dass die Schüler bei uns alle mal sehen, es gibt noch was anderes als das, was sie halt verkauft bekommen. Und da war so die Idee dann geboren zu sagen, gut, das wäre jetzt ganz gut, das konzeptuell ein bisschen zu verankern. Da geht auch noch ein ganz guter, also geht ein herzliches Dank an den Herrn Mund, der da auch mich sehr in vielen Gesprächen sehr in die Richtung dann beeinflusst hat. Und jetzt ist das Problem, jetzt haben wir ja diesen Medienentwicklungsplan, der praktisch in diesem Austausch zwischen dem Schulträger und der Schule ist. Und der Medienentwicklungsplan, da spricht natürlich der Schulträger mit. Das heißt, wenn ich da jetzt sagen würde, ich will Open Source, dann müsste ich praktisch bei jedem Treffen mit dem Schulträger erneut sagen, ich will aber Open Source haben. Und darum dachte ich, ah, das macht nichts, da ziehen wir jetzt einfach nochmal so fundamental so eine Leitplanke ein, wo wir den Schulträger gar nicht fragen. Und dann haben wir also ein Medienkonzept verabschiedet, was praktisch eine Ergänzung dieser offiziellen Abläufe ist und eigentlich noch drunter liegt. Und das haben wir auch durch alle, also die offiziellen Werkzeuge sind so pädagogische Konzepte, Nutzungsordnung, Medienentwicklung und Ausstattung und wir haben dann noch das Medienkonzept drunter gelegt. Und in dem Medienkonzept, da stehen Sachen drin, die einfach ein bisschen zeitloser sind. Denn grundsätzlich haben wir halt das Problem, dass die Digitalisierung halt unsere ganze Lebenswelt durchdringt. Und da steckt unglaublich viel Geld drin und man hat es auch gesehen bei diesem Digitalpakt, also da sind wirklich unglaublich viele Leute, auch jetzt noch, wenn man das anguckt, wollen halt von dem Kuchen einfach was abhaben. Und die Interessen, die die haben, sind in allererster Linie Geld verdienen. Und in zweiter Linie haben viele solche Firmen das Interesse Kundenbindung, also letzten Endes Werbung. Das sind die zwei Haupttreiber von den Menschen, die praktisch Bildungsprodukte verkaufen wollen. Und also ganz allgemein kann man sagen, es sind keine Bildungsinteressen. Also denen geht es nicht darum, dass unsere Jugend oder unsere Kinder besser lernen, sondern geht es halt um Eigeninteressen. Die wollen halt da Geld rausziehen. Und das Problem ist ja die Gymnasialzeit, wenn die 8 Jahre geht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ändere da jetzt alle 2 Jahre das Konzept, dann habe ich letztlich gar kein Konzept. Weil nämlich dann bedeutet das, dass ein Schüler in der Zeit, in der er in die Schule geht, ja, was ich, ich übertreibe mal im Extremen, 2 Jahre mit einem iPad gearbeitet hat, 1 Jahr mit einem Linux-Rechner, noch 2 Jahre mit einer Windows-Kiste. In dem Fall wäre es vielleicht gar nicht so schlecht alles, aber das Grundprinzip ist klar, es gibt halt überhaupt kein Konzept mehr. Also ich muss ja irgendwie schon in längeren Zeiträumen denken, damit ich überhaupt irgendwie eine kontrollierte Bildung sicherstellen kann. Und da gibt es dann halt so einen FOMO-Effekt, den habe ich bei mir beobachtet, wenn mein Chef mir dann immer diese Werbung weiterleitet, da kriege ich dann also immer Mails von ihm, ja, hier gibt es den, der will mir das verkaufen, diese Firma will mir dieses verkaufen und ich will es ja gut machen, ich will ja Sachen machen für die Schüler und dann, ja, wie entscheide ich jetzt, dass ich die Mail einfach lösche? Womöglich lösche ich jetzt die Mail, die alles geändert hätte. Reusfirma weiß es nicht. Und wenn ich dieses Medienkonzept halt so als Leitplanke mir vorstelle, dann habe ich halt was, wo ich sagen kann, okay, das sind Kriterien, die brauche ich und wenn die nicht erfüllt sind, dann nehme ich das nicht, dann werfe ich das weg. Das heißt, es hilft wirklich auch zu entscheiden, brauche ich nicht drüber nachdenken, passt nicht rein und das ist eben dauerhafter als irgend so ein Hype. Also auch mit dieser ganzen KI-Geschichte und sowas, wir haben da im Moment einfach nur gar nichts gemacht. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wir haben interne Lehrerfortbildungen gemacht und alles, aber wir verfallen jetzt nicht in Hektik, und sagen, oh, wir müssen jetzt in jedem Unterricht einen Chatbot benutzen. Ja, es ist einfach nicht nötig. So schnell ändert sich das. Also das ist einfach nicht wichtig. Die Schüler machen das sowieso. Und ich muss das jetzt nicht sofort integrieren in alles. Sondern ich kann jetzt auch erstmal überlegen, wo bringt es am Ende wirklich was. Und diese Randfaktoren, das ist eben so diese Grundüberlegung.
Ich möchte Teilhabe haben. Ich möchte, dass Schüler tatsächlich auch mal hinter Software praktisch gucken können. Die sollen das untersuchen können, Forscher und Erfindergeist. Ich möchte, dass die selber miteinander arbeiten, dass die selber was machen, dass die Software auch kreativ einsetzen können. Ich will, dass Datenschutz als Recht anerkannt wird und nicht als Hindernis die ganze Zeit betitelt wird, sondern ich will einfach sicherstellen, dass wir das anerkennen, dass unsere Schüler halt ein Recht drauf haben, dass sie ihre Daten nicht einfach irgendwo hinverkaufen, um irgendwas umsonst zu kriegen. Und wenn ich das jetzt im Prinzip, also als letzten Punkt dann noch die Nachhaltigkeit, das ist sowas, wo ich halt auch irgendwie wichtig finde, wenn man sich das vorstellt. Ich kaufe jetzt für jedes Klassenzimmer, also wir haben etwas mehr als 40 Klassenzimmer, ihr wisst gerade, glaube ich, genau. Wenn ich in jedes dieser Klassenzimmer so eine digitale Tafel reinkaufe, dann sind es einfach wahnsinnig viele Ressourcen. Und niemand weiß, wie lange diese digitalen Tafeln laufen. Auf den Dingen ist Android drauf, die werden nie ein Update sehen. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Reutlingen werden diese digitalen Tafeln gar nicht ins Netz eingebunden, weil die Reutlinger Admins schon so weit denken, dass sie wissen, dieses Ding kann ich nicht in einem Netzwerk betreiben. Ja? Das wird als reines Display benutzt. Und was weiß ich, ich weiß es von diesen alten großen Whiteboards, da gab es nach 5 Jahren keine Ersatzteile mehr. So eine Tafel hier, die tut 20 Jahre, ja, mit einem Bruchteil des Ressourcenbedarfs von so einer elektronischen Tafel. Und an der Stelle muss man sich auch mal fragen, das gleiche gilt für Tablets. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine 1:1-Ausstattung mit Tablets machen, dann brauche ich jedes einzelne Jahr 120 Tablets, das ich kaufe. Und wenn die Schüler durch sind, ist es kaputt, kann ich es wegwerfen. Und was wir halt machen, ist, wir sagen, gut, kaufen wir halt gebrauchte Laptops. Zweites Leben. Okay. Ja, und dann habe ich eben diese Leitplanke und die habe ich dann, oder mit der sind wir dann wieder durch alle Gremien durch, das heißt, die GLK hat die abgestimmt, die Schulkonferenz hat die abgestimmt und wir haben es vorgestellt in der Elternbeiratssitzung, dass wir einfach gesagt haben, gut, wir wollen diese zentralen Dinge, also wer das interessiert, muss ich mal gucken, ob ich es im Pre-Talks noch nachtragen kann, das ist auf unserer Homepage, das ist ein Dokument, das hat, keine Ahnung, vielleicht 8 Seiten oder sowas, da stehen so grundsätzliche Sachen drin, was wollen wir mit digitalen Werkzeugen erreichen und welche Randbedingungen legen wir uns da auf, was sind für uns die Entscheidungsrahmen, in denen wir uns bewegen wollen. Ja, genau, manchmal gibt es da noch einen Zielkonflikt, muss man jetzt nicht mehr so viel drüber sagen, also bei uns war jetzt die Kämmerin irgendwann mal echt ziemlich sauer in einem Gespräch, weil die natürlich dann genau dieses Problem erkannt hat, dass sie, also die hat dann wortlich gesagt, ja, sie können doch da nicht einfach was beschließen, wo wir nicht mitsprechen können. Und meine Antwort darauf ist, ja, wir beschließen ja, was wir für ein Schulbuch benutzen. Ja, also ich frage ja auch nicht beim Schulträger an, darf ich jetzt den Lambacher Schweizer als Mathebuch nehmen, sondern ich beschließe, weil es pädagogisch sinnvoll ist, dass ich dieses Buch verwende und er muss es bezahlen. Und warum soll das eigentlich bei IT anders sein? Also warum kann ich da als Schule nicht selber entscheiden, was ich möchte? Genau, jetzt so ein paar Beispiele noch, die ich schon ein bisschen angedacht hatte oder angesprochen hatte auch. Das eine war, wir haben also die technische Basis, ist so eine Schulnetzlösung, Linux-Muster.net heißt die, die hat so ganz ihre eigenen Problemchen, aber taugt auf jeden Fall als Verzeichnisdienst, dass ich also die Benutzer da mal drin habe. Ich habe einen File-Server, die macht beispielsweise Infrastruktur, DHCP und das ganze Zeug, also dass es halt mal läuft. Auf den Clients haben wir Linux, Debian Linux inzwischen, die Clients werden ausgerollt, indem die über PXE booten, dann werden die automatisiert installiert mit so einem preceded Installationsvorgang in Debian und hinterher wird mit einem Ansible Playbook praktisch die Konfiguration drauf gepusht. Wer das sehen möchte, also das hat der Herr Mund maßgeblich mitgestaltet, der hat bei den Chemnitzer Linux-Tagen einen Vortrag gehalten, der hieß Floss als Basis einer beruflichen Schule in Baden-Württemberg. Und das ist auch das Rätsel gelöst, warum ich praktisch den Vortrag umbenannt habe, weil das im Prinzip jetzt das Analoge am Gymnasium ist. Also technisch ist das genau die gleiche Basis und wer es technisch ein bisschen genauer wissen möchte, dem lege ich das Video wärmstens ans Herz. Er demonstriert das auch in so einem kleinen Filmchen mal, wie das wirklich abläuft. Also er macht es deutlich technischer als ich hier jetzt. Ja, und das funktioniert ganz gut. Das heißt, wenn ich da so ein neues Gerät ans Netz anschließe, dann bootet der PXE und inzwischen ist da ein Haufen Software drauf auf den Dingen und das braucht je nach Gerät so zwischen 10 und 20 Minuten. Dann sind die Kisten fertig und danach kann man sie mit dem Ansible Playbook einfach weiter pflegen. Das heißt, ich muss die nicht irgendwie selbst heilen oder neu imagen oder sowas, sondern die werden dann einfach immer weiter gepflegt.
Genau, die Corona-Fördermittel, die wir bekommen haben, also irgendwann hat das Land ja gesagt, ja, die Schüler brauchen Endgeräte und dann haben sie da also Geld ausgeschüttet und das hat dann dazu gesagt, in den Sommerferien 2020 und dann haben ganz viele Schulen ganz viele iPads bestellt, bei uns auch. Die sind dann irgendwann gekommen, im Sommer, also Mai, Juni 2021, weil nämlich Apple auch nicht so viele iPads herstellen konnte, wie man da gebraucht hätte. Und wir haben halt in den Sommerferien so 180, 200 so ThinkPads gekauft, haben die bespielt und konnten die nach den Ferien austeilen. Und jetzt sind die immer noch im Einsatz. Also wir haben jetzt so Klassensätze gemacht, die in den NWT-Räumen stehen. Wir haben, wenn irgendein Schüler kommt und sagt, kann ich einen haben, kann er einen leihen, mir völlig wurscht. Die ganzen Informatikkurse haben auch immer welche. Also das ist dann schon ganz witzig. Dieses Jahr gab es jetzt im Leistungskurs zwei, die haben gesagt, nee, ich will keinen. Und dann haben sie irgendwie mit ihrem Vater geschwätzt und dann hat er gesagt, du kannst einen Laptop kriegen, dann nimmst du doch den Laptop. Dann kam er also, hat den Laptop geholt und hat inzwischen praktisch alle Linux-Distributionen durch, die er finden konnte. Ja, weil er gesagt hat, ja gut, probiere ich die mal noch aus, probiere ich die mal noch aus. Und das geht auch, weil die Schüler die Geräte wirklich bekommen. Also das ist überhaupt null gelockt. Das heißt, die haben da das BIOS-Passwort, die haben alles, die können mit dem Ding machen, was sie wollen, das ist wie ihr Gerät. Und wenn die es zurückgeben, das Einzige, was ich praktisch kurz gucke, ist, ob die nicht böse waren und ein BIOS-Passwort gesetzt haben, kam bislang nullmal vor. Dann hänge ich es an mein Netz, bespiele den neu und der ist wieder so, wie ich ihn haben will. Gibt also keinen Grund. Und an der Stelle schließt sich der Punkt zu diesem Erfindergeist-Ding. Also sowas finde ich halt echt cool und ich finde das auch cool, wenn jetzt von einem Jahrgang von 100 nur 5 Leute sowas machen. Das sind halt 5 mehr als in praktisch allen anderen Schulen, würde ich mal behaupten. Und das ist so der Punkt. Ja. Dann haben wir diese eigenen Dienste, das hat sich irgendwie auch so historisch ergeben. Das sind 5 Schulen, die irgendwie zusammenarbeiten. Wir haben uns halt bei Lehrerfortbildung kennengelernt und bei 4 von den 5 Schulen oder bei 3 von den 5 Schulen war ich irgendwann mal Lehrer und habe da irgendwie was gemacht. Und da betreiben halt, wir haben halt ein paar virtuelle Server, einen großen Root-Server und betreiben halt viel Infrastruktur für uns Schulen gemeinsam. Und dann macht es auch nicht mehr so viel Arbeit, weil zum Beispiel gibt es einen Kollegen, der macht halt die Moodle-Sachen und ein anderer Kollege, der war in seinem ersten Leben professioneller Mail-Administrator und macht den Mail-Server. Und so geht es halt weiter. Das bedeutet, wir können sehr viele Sachen ausprobieren und selber betreiben, wo wir halt zwar das Paperwork nicht immer haben, also wir haben jetzt keine Auftragsdatenverarbeitungsdinge und so, weil wir es im Prinzip selber machen. Aber wir können halt selber dafür sorgen, dass halt keine Nutzerdaten weitergegeben werden oder die Schüler getrackt werden. Genau. Ja, an der Stelle muss ich mich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also das ist nicht alles verabschiedet, aber da fehlt der Aufkleber. Also im letzten Schuljahr haben wir dann eine Bring-Your-Own-Device-Regelung verabschiedet, auch durch alle Gremien durch, die ist auch durch die Gremien durch. Und die sagt im Prinzip Folgendes, Schüler dürfen ab Klasse 10 ihre eigenen Geräte benutzen, solange sie eine Bildschirmdiagonale haben, die zum Arbeiten geeignet ist. Also wir haben so über den Daumen gepeilt mal 10 Zoll gesagt. Und nachweisen tun sie das so, dass sie bei mir vorbeikommen. Dann müssen sie also zeigen, sie können ihre schulischen E-Mails lesen, sie können aufs Moodle zugreifen, sie haben vielleicht MetaMost installiert und dann bekommen sie einen Aufkleber. Michi lacht, bekommen sie einen Aufkleber auf das Gerät, wo dann praktisch dem geneigten Kollegen sagt, dieses Gerät ist als Bring-Your-Own-Device-Gerät zugelassen. Und jetzt ist es so, meine Frau und ich, wir hätten die Aufkleber designen sollen. Und dann haben wir das also gemacht und dann haben wir das erste Design den Schülern vorgestellt und das ist dann durchgefallen. Die haben das nicht gut gefunden. Und dann sind wir in die zweite Runde gegangen, haben neue Bepper designt und jetzt gibt es die Bepper, aber die sind noch nicht gedruckt. Aber es gibt tatsächlich Kollegen, die sich furchtbar aufregen, dass jetzt ein Zehntklässler ein Tablet oder ein Laptop in dem Unterricht benutzt und der hat keinen Aufkleber, weil der macht immer was anderes damit. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn ich dann mit der Kollegin spreche, dann sage ich ja, aber was ändert sich denn durch den Aufkleber? Wenn der was anderes macht, als du willst, dann musst du halt irgendwie gucken, dass der das nicht macht. Wenn der jetzt einen Aufkleber kriegt, dann hört es ja nicht auf. Aber das ist eine Schlacht, die ich nur verlieren kann. Gut, also auf jeden Fall, der Bepper muss noch kommen. Jetzt zu deiner Frage. Dann kam also irgendwann, als alles vorbei war in der Corona-Pandemie, kam das Land auf die Idee, ja, die Lehrer, das wäre ja ganz gut, wenn die auch noch Geräte hätten. Und dann haben sie also den Schulträgern noch irgendwie so ein Etat gegeben für Lehrergeräte. Und unser Schulträger hat gesagt, naja, da habt ihr, ich weiß nicht, was das waren, 36.000 Euro oder sowas. Und das Wichtigste war, aber mit der Administration wollen wir nichts zu tun haben. Ja, es waren wirklich ihre Worte.
Und dann habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Und habe dann mal so geguckt und habe dann so Convertibles gekauft als Leasingrückläufer, also Dinge, die man so umklappen kann und auch mit Stift draufschreiben kann, auch von Lenovo. Und dann bin ich da gehockt, dachte, gut, was machst du da jetzt? Weil ja, mit den Convertibles, manchmal ist das schon so ein bisschen frickelig mit Linux, was weiß ich, habe dann so ein bisschen hin und her überlegt und habe SorinOS ausprobiert auf den Dingen und das hat gut funktioniert. Und dann habe ich den Kollegen eine Mail geschrieben, habe gesagt, hier, das sind die Geräte, die wir gekauft haben, sagt mir Bescheid, wollt ihr das Windows, das da drauf vorinstalliert ist, einfach benutzen. Habe eine Anleitung gemacht, wie man sich da durchklickt, ohne ein Microsoft-Konto zu kriegen und wie man den BitLocker aktiviert am Ende. Und, oder wollt ihr von mir das SorinOS auf dem Gerät haben? Und dann habe ich mit meiner Frau gewettet, also ich auch bei uns in der Schule Lehrer, man konnte es wahrscheinlich so zwischen den Zeilen schon erahnen. Dann habe ich also mit meiner Frau gewettet, wie viele Leute tatsächlich das Linux-Gerät nehmen werden. Und dann habe ich also gesagt, ah, ich bin optimistisch 12. Und sie hat gesagt, nee, das sind niemals 12, das sind weniger als 12. Und am Ende war es dann so, dass 43 Kollegen das Linux-Gerät genommen haben. An der Stelle muss man aber noch einen Schritt zurückgehen. Das zeigt nur, dass da eine gewisse Open-Mindedness ist. Weil, ich würde es mal schätzen, der wirkliche Daily Driver, also das Hauptgerät für schulische Belange, ist es vielleicht für 20 von den 80. Das liegt natürlich daran, dass die Leute zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Geräten um die Ecke gekommen bin, haben die natürlich alle schon einen Laptop und ein Zeug gehabt. Niemand hat darauf gewartet, dass ich komme und sage, ah, hier kannst du ein tolles Gerät haben. Aber was es halt schon zeigt, ist, dass immerhin 43 gesagt haben, gut, das probiere ich jetzt mal aus. Und es gibt auch wirklich 20, die das wirklich, also von denen weiß ich, das sehe ich an der Tastatur, wie sie abgenutzt ist und dass sie kommen und Fragen haben, dass sie es wirklich die ganze Zeit benutzen und immer dabei haben. Ja, das Problem ist, wir haben nur 36.000 Euro gehabt. Das heißt, ich konnte gar nicht 80 Stück kaufen. Das wäre ja auch vermessen für jeden Lehrer ein Gerät. Also Entschuldigung. Was? Die 20 Booster stehen immer Windows verschlossen. Was? Die 20 Booster stehen immer Windows, die verschlossen. Ich habe alle gefragt, aber es gab tatsächlich auch welche, die keinen gewollt haben. Aber ich konnte tatsächlich keine 80 kaufen. Also es war aber nicht nur bei uns das Problem. Das war bei vielen anderen Schulen tatsächlich auch ein Problem, dass die Mittel, die vom Land zur Verfügung gestellt wurden, nicht gereicht haben. Also was gereicht hat, war halt für iPads. Gut, ja, wir haben noch einen dritten Computerraum installiert, so als Abschluss tatsächlich so voll gegen den Mainstream. Also in anderen Städten bauen sie die Computerräume ja ab. Wir haben einen dritten mit 30 Rechnern jetzt. Ja, funktioniert auch sehr gut. Wir haben Informatik als Leistungsfach, das kann man mit dem iPad eh nicht unterrichten. Gut, damit wäre ich fertig. Habt ihr Fragen? Wenn nicht, ich bin draußen.